Moin, mein Name ist Malte Karlsburg. Ich bin Betriebsleiter bei der Firma Jens Messer. Der Betrieb teilt sich auf über zwei Standorte. Einer in Dänemark, wo wir uns jetzt gerade auch befinden, auf einer Striptill-Fläche, wo der Vredo mit einem 9mm Striptill-Gerät und dem Nier-Sensor gerade Gülle ausgebracht hat. Der große Vorteil hier oben, wir haben einen bisschen sandigeren Standort. Somit kriegen wir die Nährstoffe schön konzentriert unter das Maiskorn. Und durch die Nutzung des Nährstoffsensors, der sich auf der Maschine befindet, können wir auch genau den Nährstoffbedarf der Pflanze hindüngen und wissen auch genau, was in der Gülle drin ist. Zumal wir hier unterschiedliche Behälter haben, wo dann natürlich auch darauf reagiert werden kann. Ein großer Vorteil an diesem Striptill-Verfahren hier oben auf dem Sand ist auch noch, dass wir dort dadurch auch extrem viel Wasser sparen können. Ja, ergänzend zu sagen ist noch, die Sensortechnik ist in unserem Betrieb schon seit 2017 bekannt. Anfänglich haben wir Nährstoffsensoren auf den Häckslern verbaut, um quasi die Inhaltsstoffe in den Silagen quasi zu erproben und zu bemessen, um dort natürlich auch schon relativ schnell und zügig Ergebnisse zu kriegen. Großer Vorteil des Sensors, der jetzt auf dem Vredo verbaut ist, dass wir den jetzt im Frühjahr für die Gülle nutzen können. Dadurch, dass es ein Dual-Netzwerk-Sensor ist, der sich dann im Herbst auch für die Ernte vom Mais quasi dann auf den Häcksler verbauen lässt. Von der Sensortechnik versprechen wir uns natürlich einmal die genaue Aufzeichnung flächenspezifisch, um auch dann in ferner Zukunft, wenn es alles möglich ist, Applikationskarten daraus zu erstellen und mitzunehmen, um auch genau nach Düngeverordnung effizient zu düngen, um dann auch zu sagen, okay, ich kann nach Phosphor düngen, kann von einem Sensor mir eine Endkarte erstellen und kann die dann einfach mit einer Applikationskarte, mit einem Düngerstreuer quasi mein Gesamt-N auffüllen und habe dann optimal die Pflanze versorgt.